Dankeschön. Nein, nein, nein. Danke. Ich hoffe, der Applaus war ehrlich gemeint, weil nichts schätze ich so viel wie Ehrlichkeit, wie ja auch mein offenes Wort, aber das muss man auch vertragen können. Ich war letzte Woche bei einem Sender und da haben die mir direkt ins Gesicht gesagt, warum ich keine tägliche Show habe. Haben sie gesagt, Herr Knöll, wir mögen Sie ja, aber was Ihnen fehlt, das ist Zosch. Ich sage, was ist Zosch? Zosch, Herr Knöll, das ist die Abkürzung für Zielgruppe ohne Schamhaare. Ich sage, was? Ich sage, das glaube ich jetzt nicht. Hören Sie doch auf. Alle Sender arbeiten nach dem Jesus-Prinzip. Ich sage, was ist denn jetzt wieder das Jesus-Prinzip? Das ist so, wenn du die Massen willst, dann geht das nur mit Jünger. Ich sage, ah, okay, ja, ich hab's jetzt. Also Jünger, okay, gut, ich bin 51. Also, das ist nicht Jünger. Aber ehrlich gesagt, dann bin ich auch bereit, das zu akzeptieren. Nur wenn die das dann nicht durchziehen. Ich meine, stattdessen lassen sie jetzt einen 60-Jährigen auf Dauerwerbung gehen. Hi, this is Phil Collins. Set 1, color your life. Ja, und das gefühlte 100 Mal am Tag. Ich weiß nicht. Oder auch... Nein, da müssen ja diese Konsequenz sein, auch bei RTL zum Beispiel, nicht? Da locken die händeringend, nicht? Mit allen Mitteln die Kiddies in die Castingshow, um die dann wieder wegzuschicken. Ey, Schnucki, weißt du was? Ich finde das toll. Du hast mich mega begeistert und so. Ich meine, das hab auch die Sache, wie das, was du gemacht hast mit dieser Kettensäge. Du, das habe ich noch nie von einer 5-Jährigen gesehen, weißt du? Ne, aber so ganz ehrlich, ne, also richtig, das ist mir doch vielleicht doch zu jung und ich schick dich nach Hause. Ach so, und nimm dein Bein mit. Ja? Und wer ist im Finale bei der Sendung? Ja, das ist doch schon schön. Eine 87-jährige Lady Gaga-Parodistin, nicht? Dass selbst Bruce sagt, Oh Mann, du warst wirklich geil. Ich habe gesagt, ich werde jetzt nicht weinen, aber kriege wieder Pippi in die Augen. Oh Mann, da sieht man wieder, wahre Künstler kennen kein Alter. Ja, es ist doch so. Wahre Künstler. Und ich greife das mal auf. Das ist doch die Wahrheit. Wahre Künstler kennen kein Alter. Manche verraten es auch gar nicht, so wie Herr Lagerfeld. Wen interessiert das auch nicht? Ich meine, wer will wissen, wie alt ich bin? Das wollen Sie nicht wissen. Das darf ich auch nicht, nicht. Das Wichtigste, es gibt ja nur einen Trick. Nicht? Man kann ruhig älter werden. Man darf nur auf keinen Fall langweilig werden. Nicht? Das ist die Sache. Nicht? Oder wie Desiree Nick sagen würde, selbst Frauen in dem reifen Alter wie ich sind am Ende immer noch für einen Witz gut. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das ich eigentlich ansprechen wollte. Das war ja nur Geplänkel. Witz ist mein Thema. Hast du einen Witz für mich? So spontan? Weiß keiner, ne? Wir werden immer gefragt, erzähl doch mal einen Witz, so in der Gesellschaft, nicht? Keiner fragt einen Arzt auf einer Party, ey, mach doch mal Blinddarm. Nein! Aber wir sollen Witze erzählen. Und das Allerschwerste am Witz ist was? Die Pointe ist wichtig, aber der Weg dahin, das ist der Unterschied. Und jetzt möchte ich was demonstrieren. Nämlich... Ich werde jetzt 3 Versionen erzählen. Ein Witz in 3 Versionen und mit 3 Prominenten. Der Witz, erstmal der Witz, der geht so. Kommt ein banaler Witz, schlechter Witz. Kommt ein Mann zum Bäcker und sagt, ich möchte gern rumkugeln. Der Bäcker sagt, na, tun Sie sich mal keinen Zwang an. Hallo, schlechter Witz. Ja, okay. Rumkugeln und er sagt, tun Sie sich keinen Zwang an. Bäcker, gut. Der erste Prominente, der den Witz jetzt erzählt auf seine Art, das ist, ich weiß gar nicht, ob man den Namen hier kennt, Mario Barth. Ja, okay. Bei Mario Barth ist anders als sonst. Sonst wird beim Witz ja immer hinten gelacht. Bei Mario Barth ist es so, da wird vorne gelacht. Der lacht, ist erstmal er selber. Ja, er ist der Erste, der lacht, um einfach dem Publikum zu zeigen, es wird jetzt witzig. Ja, und dann hat er auch noch so eine Lache. Also das, kennen Sie dieses Meckern? Das ist... Das ist, hat schon Erfolg. Woran denken Sie bei dieser Lache? Ich habe immer ein Bild vor Augen, wenn ich dieses Geräusch schon höre. An was denken Sie? Lachsack, ja. Ziege, nee, wissen Sie, woran ich denke, wenn ich das höre? Ich denke immer an ein Mainzelmännchen, das man mit einem Milchaufschäumer rektal
Pass auf, das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Meine Freundin sagt jetzt zu mir, sagt sie, ich erzähl mal einen Bäckerwitz. Ich sag, das kannst du doch gar nicht. Das geht doch nicht. Sagt sie, ein Bäckerwitz, das erzählt Papa mal selber. Pass mal auf. Und das ist ein guter Witz. Das ist ein guter Witz. Das ist ein guter Witz. Das ist ein... Pass auf. Sagt sie. Jetzt. Nee. Pass auf, kommt der Mann zum Bäcker und sagt, ich möchte gern rumkugeln. Sagt der Bäcker, das geht hier nicht. Das machen Sie mal draußen, das geht hier nicht. Sagt er, warum geht das nicht? Und jetzt pass auf, jetzt kommt. Sagt er, das geht hier nicht. Und warum? Weil das ist mein Laden. Verstehst du, das ist mein Laden. Mein Laden. Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Nein. Oder? Auf allen Dingen anstrengend. Wieder runterkommen. Ich finde, der Bäckerwitz, den muss man mit ein bisschen mehr Wirkung bringen. Vielleicht entspannter. Da ist für mich der Martin Schneider so ein Typ. Der kann das. Der lässt sich Zeit. Übrigens ein netter Kollege. Letztens sagt, dann nimmst du mich mit nach Hause. Ich weiß ich nicht, sage ich, mach doch mal den Mund auf. Ah, okay, du passt auf meine Anhängerkupplung. Aber gut. So. Da war ein Bäcker. Und der Bäcker, der hatte eine wahnsinnig große, der hatte wahnsinnig große Rumkugel. Und das hat dem Bäcker dermaßen peinlich aufgestoßen, dass er die Bäckerei gar nicht erst aufgemacht hat. Und das hat dem Mann wahrscheinlich das Leben gerettet. Weil der war nämlich Diabetiker. Ja, oder vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Ich glaube, es gibt immer Leute, die wollen das ein bisschen, ja, würdiger, vielleicht auch sogar literarisch wertvoll. Da gibt es nur diese Methode. Grauenvoll, die schlechtesten Witze in Deutschland beginnen immer mit der gleichen Floskel. Kommt ein Mann zu mir, in diesem Fall kommt er zum Bäcker, naja, und fragen Sie mich nicht, was das für ein Mann ist. Ich weiß es nicht. Ich interessiere mich nicht für Männer. Aber auf gar keinen Fall war es Thomas Mann. Der Mann geht in den Bäckereiladen und dann entwickelt sich ein einigermaßen handelsübliches Verkaufsgespräch. Der Mann sagt, ich möchte gern rumkugeln. Der Bäcker sagt, warum nicht? Ich sag, was? 100 Gramm kosten 70,35 Euro. Darauf der Mann, 70,35 Euro. Das ist wohl ein schlechter Witz. Sagt der Bäcker, nein, ein schlechter Witz wäre es erst, wenn ich das Substantiv in Ihrer Frage als Verb verstanden hätte, verstehen Sie? Daraufhin war nichts mehr. Es ist ein sehr unbefriedigender Schluss. Denn ich finde, was hätte man sagen sollen? Ich weiß es. Ich hätte dem Bäcker wütend entgegnet. Was? 70,35 Euro für 100 Gramm? 70,35 Euro. Ich nehme diesen Preis nicht an. Dankeschön.